Ja, die Kohle wird aber auch tatsächlich nicht besser gerade. Aber die Leistung ist okay. Ja, hier oben müssten einfach viel, viel mehr Arbeitskräfte ran. Wie schaut dieses Jahr aus? Arbeitskräfte steigt, steigt, steigt. Wie schaut die Bildung aus? Steigt! Yes! Boah. Das war ein heißer Ritt bis hierhin. Meine Lieben, und da kommen auch deutlich mehr noch hinterher. Das war hier ein heißer Ritt mit den Universitätsgebildeten. Dass wir das mal hinbekommen, dass das nach oben geht. Ja, Wahnsinn. Und das steigt voll ordentlich, du. So, wie schaut die Bildung generell aus? Die meisten haben eine Grundausbildung, die ganzen Kids noch nicht. Die Babyboomer steigen immer noch. Und jetzt haben wir gerade kein Geld mehr. Das ist schlecht. Fahren wir den teuren Kredit ab. Gut, dann haben wir jetzt ein bisschen Geld. Wir kaufen ja jetzt gerade Kohle an. Das ist ein bisschen... Ja, wobei, jetzt geht's. Jetzt scheint es sich das gerade mal ein bisschen zu erholen. Ja, so halbwegs. Uns fehlt's hier an Arbeitern. Wo sind die Leute ohne Job, Freunde? Das ist mir ein Rätsel. War gestern arbeitslos. Ja, wo seid ihr? Ja, hier oben seid ihr. 10 Arbeiter. Und hier oben stehen 20 Arbeiter. Wie schaut es beim Stahl gerade aus? 0. Das ist wenig, ne? Also dafür, dass wir jetzt gerade extra viele Busse dahin geschickt haben, ist das wenig. Selbst 4 ist wenig. Schauen wir mal, was hier passiert. Also mehr als 4 sollten hier schon drin sein. Oh, da kommen viele, da kommen viele. Oh, ja, ja, ja. Hm, schön. Naja, immerhin mehr als 4, ne? Also man muss sagen, ist schon okay. Bahnstrecke machen wir erstmal noch nicht Encrypt, solange wir noch nicht wirklich Stahl auch haben. Weil sonst macht das keinen Sinn. Wir kriegen das. Ich würde auch gerne Maschinenteile vorher produzieren. Damit wir einfach auch ein bisschen mehr Produkte im Sortiment haben, bevor wir überhaupt anfangen können. Ja, dann machen wir uns ein bisschen mehr autark und haben natürlich auch Geld. Momentan ist Geld so ein Thema. Ja, ist voll. Passt. Uff, wie schaut es hier oben bei der Uni aus? Heizung hält sich auf einem hohen Niveau. Das ist okay. Solange das so bleibt, bin ich happy. Wie lange oder wie viel Anschluss haben die? 28%. Easy. Ich versuche halt zu schauen, dass wir mit diesem Gesamtkonstrukt aus, wir bauen weiter. Vor allem mit Zugstrecken und so weiter, dass wir da rauskommen und vor allen Dingen halt eben mehr Arbeitskräfte haben. Wir brauchen ungefähr 6.000 bis 8.000 Arbeitskräfte und haben 3.000. Also die Hälfte der Stellen sind mindestens offen. Wahrscheinlich eher noch mehr. Ich bin verwundert. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Helmut. Das berührt mich jetzt sehr peinlich. So, jetzt gucken wir gerade. Wo willst du hin zum Rohstofflager? Ja, das ist halt alles echt, das dauert halt. Wir haben noch, warte mal kurz, wären doch jetzt auch noch Möglichkeiten, nochmal 2 Busse zu kaufen. So, hier. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir sagen denen, von hier unten fährst du nach hier oben und fährst von da aus dann da raus. Mit 2 Bussen geht das schon eher. Mehr würde ich da gar nicht einsetzen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. So. Go, go. Stahl kommt nicht in die Gänge. Ja, Dike. Sehe ich ähnlich. Ah, das kriegen wir auch hin. Puffel, grüß dich. Hi. Gebäude sind in Ordnung. Temperatur hier an der Stelle sollte eigentlich sich halbwegs... halbwegs halten. Schauen wir mal schnell hier unten. Halbe Temperatur drin.
sollte aber kein Problem sein. Im Übrigen fällt mir gerade was ein. Ich habe das Problem erkannt. Wir betreiben ja gerade die Schiffslinie nicht mehr. Jetzt weiß ich, wo die ganzen Leute hingehen und arbeitslos bleiben. Stahl für alle oder lieber Stahl ist alle. Immer alle. Nein. Stahl wird jetzt... Pass auf, wenn das jetzt hier läuft, dann läuft das richtig. Wirst sehen. Dann werden wir nämlich auch hier mal ein paar Leute sehen, die eben dann auch andere Sachen tun werden, wenn wir das, die Hafenbecken ausgeschaltet haben. Wir erhöhen auch mal hier ganz kurz die Schulkapazitäten weiter und die Kindergärten werden auch erhöht. Wir brauchen demnächst hier mehr Kapazität für alle. Und jetzt kommen wir hier die Leute, die auch weiter wollen, hier wieder 10 Arbeiter mitnehmen. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal dann hinter zum Stahlwerk und gucken mal, was beim Stahlwerk alles so abgeht. Ja? Hier steht ja noch immer der Small Distribution Kumpel. Wir haben jetzt 10 Leute aktuell da drin. Das sollte jetzt gleich mehr werden. Wir warten mal, wir passen mal hier ein bisschen auf. Ja, wir sehen ja im Hintergrund, wenn hier ein Bus ankommt, das sollte ganz gut gehen. So. Oh. Der Schnee fällt, meine Lieben. Der Schnee fällt. Okay. Snow is coming. Ja, jetzt fahren die Fahrzeuge natürlich viel langsamer, bis die Schnee... Bis der Schneepflug mal wieder an den Start geht. Hier haben wir schon den ersten. Der pflügt hier schön raus. Macht hier wieder frei. Ich hoffe, es schneit jetzt die nächste Zeit erstmal nicht. 33 Arbeiter sind wir hier, Freunde. Das ist schon ordentlich, ne? Hier, jetzt kommt auch mal ein bisschen Stahl ran. Wie viel sind jetzt drin? 38. Jawohl. Wir erhöhen die Kapazität deutlich. Wir gehen nochmal hoch auf 300 Arbeiter, die wir hier anfordern. Mal gucken, was passiert. Hier kommen die nächsten 79 Arbeiter. Haben wir genug Kohle? Das wird eng. Uff, warte. Oh, okay. Okay. Ich nehme das an. Ja. Man kann jetzt nicht behaupten, dass wir gerade wenig Stahl produzieren. Mit 120 Arbeitern. Würde ich sagen, läuft das Ding. Bisschen. Das geht auch nur ganz langsam runter, obwohl gerade hier einer massiv einlädt. Eisen geht. Eisen war nie unser Problem. Eisen ist okay. Das hält sich relativ gut. Die Kohle ist grundsätzlich immer das Problem gewesen, weil die weiter weg ist. Und hier rumpelt halt einfach, die Kohle geht runter ohne Ende. Das saugt auf wie die Weltraumputze. Ja. Wer weiß, wo das herkommt? Der Pausenclown. Das läuft gut. Das läuft sehr, sehr gut. Das Schöne ist die Direktanbindung vom Eisen, dass das direkt hier raussaugt. Und hier wird es nur deswegen angezeigt, weil wir es hier über mehrere Transitrohre leiten und dann versucht er immer aufzufüllen. Das ist eine Direktanbindung. Das heißt, hier wird gar nie was angezeigt, weil der aus dem Ressourcenpool direkt rausschöpft. Burns, grüß dich, hi! Markus, willkommen zurück! 27 Tonnen, meine Lieben. Okay, jetzt sind die ganzen Arbeiter wieder heimgefahren oder was? Oder heimgelatscht? Keine Ahnung. Da kommen die nächsten. Nee, schade nicht. Diesmal nicht. Aber das hat sich ja mal gelohnt. 27 Tonnen Stahl, da weiß ich, was fertig wird.
Unsere technische Universität wird endlich fertig. Und wisst ihr, wie lange wir darauf schon gewartet haben? Dann sollten wir jetzt mal langsam Dinge tun, die wichtig sind. Anschlüsse ziehen. Da kommen wir nicht durch, ne? Schade eigentlich. Aber haben wir da noch einen Anschluss irgendwo? Nee, ne? Doch hier. So. Technische Universität ist ready! Ich freue mich. Jetzt hat die keine Stromversorgung. Willst du mich eigentlich komplett veräppeln? Spiel? Wo ist denn unsere Anbindung hier? Hier ist unsere Anbindung. Die kommt nicht bis... Ich bin ganz ruhig. So, lass mal laufen. Ich glaube sogar, das würde technisch laufen. Wir starten mal die Forschung. Machen mal eine leichte Forschung rein. Ich glaube, hier kommt eh noch keiner wirklich ran. Doch, die könnten theoretisch von hier kommen und darüber latschen. Aber das ist alles noch nicht ready, ne? Wir müssen ewig weit außen rumgehen. Ich glaube, es macht kaum einer. Also es kommt jetzt hier ganz, ganz viel an. Ja, doch, da laufen welche rüber. Könnte sein, dass da auch nicht nur Mitarbeiter, sondern vielleicht auch mal der ein oder andere Professor dabei ist. Schaut es hier drüben aus. Kindergarten wird hier angefragt, ohne Ende. Ich wollte hier oben eigentlich gar keinen Kindergarten bauen. Und auch gar keine Schule und so Zeugs. Das wollte ich eigentlich nicht. War nicht der Plan. Stick to the plan! So. Reicht mir. Reicht mir aktuell. Unser Geld krebst gerade wieder auf Null-Niveau. Erhöhe mal die Rückzahlungsrate, auch wenn wir dann durch mehr Geld zahlen müssen. Aber dafür ist die monatliche Belastung niedriger. Das heißt, wir haben den Kredit zwar länger an der Backe, weil er länger läuft, aber dadurch, dass der, ich sag jetzt mal, es ist okay, dass der ein bisschen länger in Arbeit ist, ne? Das ist für mich in Ordnung. Aber, damit habe ich länger Zeit, das auszugleichen. Und kann in der Zeit auch mehr Einnahmen generieren und dann die Kredite vielleicht schneller abzahlen. Mal gucken, wie das läuft. Ich probiere das jetzt mal. Okay, das sollte auch demnächst fertig sein. Wir haben den 15. Dezember. Wie schaut gerade hier unten die Temperaturgeschichte aus? Wir haben es hier. Null! Warum ist hier niemand? Der unten läuft, oder? Der läuft immer. Der läuft immer Vollgas. Okay, aber der kann nur bis hier oben heizen. Und der heizt hier gar nicht mehr. Das heißt, wir holen alle Leute, die hier wohnen, holen wir raus. Außer den einen. Der kommt, der schafft's nicht.
So. Wir holen alle raus, bis die neue Heizanlage nächstes Jahr läuft. Okay. Damit kann ich gerade leben, dass hier keiner wohnt. Weil hier die sind wenigstens auf einem. Die werden über den unteren Anschluss gewärmt. Das heißt, diese Häuser hier oben sind jetzt gerade dem Tode geweiht quasi. Okay, wie schaut es mit den Kindern aus? Das passt. Die Babys, denen geht es gar nicht gut, Freunde. Wie läuft unsere. Wir müssen ja erhöhen. Können wir uns ein neues Krankenfahrzeug leisten? Ja, kaufen wir uns mal neuen Wagen. So, hier warten nämlich sehr, sehr viele Leute auf Behandlung. Die müssen wir aber behandeln. Wir haben nämlich jetzt auch, glaube ich, ein leichtes Defizit wieder. Ja, ein bisschen rückläufig. Vor allem die Babys schaffen es gerade nicht so ganz. Sind auch viele krank, ne? So, behandelte Patienten steigen gerade. Wir versuchen das mal so auf 15 einzugruppieren. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall für alle gerade einen Arzt da. Frostschäden an dem Bauch, ja, vielleicht. Momentan schaffen wir es mit den behandelten Patienten gerade ganz gut, glaube ich. Also das kann man jetzt... Man kann sagen, es geht. Es muss keiner warten. Ja, jetzt müssen wir ein paar warten. Wenn gerade Arztwechsel ist, dann erhöhen wir trotzdem noch ein bisschen. Dann versuchen wir ein bisschen mehr Leute reinzubekommen. Gut. Wie ist das durchschnittliche Lebenserwartungsgedöns? 76 Jahre ist zu wenig niedrig. Hier unten. 75 Jahre, das ist nicht gut. Aber wird besser, glaube ich, ne? Ja, wird besser. Okay. So, hier entspannt sich gerade die Lage der zu Behandelnden. Da können wir auch wieder ein bisschen die Ärzteschaft runterpacken. Wie schaut unser Bildungsniveau aus, Freunde? Das ist jetzt eigentlich die entscheidende Frage, weil die entspricht natürlich dem, sind unsere Krankenhäuser auch immer voll, wenn wir Leute brauchen. Und das schaut gut aus. Wir nähern uns jetzt mittlerweile den 400 Universitätsgebildeten an. Das ist natürlich die Frage, kann das hier erfüllt werden? Ja. Hier ist sogar mal ein Professor da und der forscht aber hier. Also der forscht jetzt an unserer Maschinenbaugeschichte. Und hier sind wieder genug Professoren am Start. Hier wird auch gebaut gerade. Sehr schön. Wie schaut es mit dem Stahlgedöns aus? 71 Arbeiter und jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo es keinen Sinn mehr macht, Arbeitskräfte hier hochzuschicken, sondern wo wir schauen sollten, dass wir vielleicht von den 100 eingestellten Arbeitskräften, die wir hier hochholen wollen, vielleicht mal einen Bus nehmen, der voll kommt oder mit vielen Leuten kommt, sagen wir mal so, und den lieber umleiten sollten. So Kohle hinter zum Beispiel. Welcher ist denn auf dem Weg hierher? Der da hier zum Beispiel. Der kommt von hier unten aus der Stadt raus. Der ist eigentlich egal. Das ist auch aus der Stadt raus. Auch aus der Stadt. Auch. Kommen alle aus der Stadt oder was? Hier, das kommt aus der Haltestelle kommt der. Nee, Quartier. Das ist einer von den Bussen, die ich haben will. Und der nimmt jetzt hier diese Haltestelle. Genau, die bleibt ihm. Und hier adden wir einfach eine neue. Und der fährt jetzt mit den ganzen Leuten beispielsweise mal bis nach da oben. Weil hier oben werden immer Arbeitskräfte benötigt und das ist auch gar nicht so schlecht. Und jetzt müssen wir nur noch einen Bus finden, der nach unten fährt. Und müssen die Leute, die hier unten an der Haltestelle immer rumstehen, die 80 Arbeiter, auch die können wir natürlich gerne mal mitnehmen. Da fahren ja auch Busse oft hin. Okay. Den nehmen wir den Bus, das ist einer von den Zweien.
Und dann sagen wir, der fährt jetzt auf die Zweierhaltestelle. Dann löschen wir den raus und sagen, da fährt er jetzt nicht hin, sondern er fährt hier hoch. So. Dann macht der das. Dann haben wir zwei starke Busse hier rüber. Hier ist nämlich kein Kohleerz, weil die könnten das schon verarbeiten. Machen es aber auch nicht, ne? Dann brauchen wir eigentlich nochmal einen Bus. So, nehmen wir uns den hier mal raus. Nehmen wir von dem über den und dann schicken wir den jetzt hier nach dahin. Start. Wie gesagt, meine Lieben, wir arbeiten ja natürlich auch daran, dass wir die Arbeitslosen reduzieren. Und da wir die meisten Arbeitslosen in der Regel hier unten haben, kriegen wir das am besten weg, wenn wir mit den Leuten auch entsprechend umgehen. Okay. Wie schaut unsere Einnahmengeschichte aus? Momentan ganz schlecht. Ja, weil unser Export nicht so schnell nachkommt, ne? Schaut dieses Jahr aus. Achso, wir haben hier erst Januar. Letztes Jahr haben wir 357.000 gemacht. Das ist gut, ne? Das ist echt gut. Aber wir arbeiten dran. Mal wieder null. Mal. Okay. Ja, durch den Schneefall fahren natürlich unsere Exportlaster auch unfassbar langsam, weil da auf dem Weg haben wir noch keine Plüge. Also keine Schneeräumer. Okay. Wir reduzieren hier mal die Anzahl der Lehrer, die da sind. Schule haben wir hier keine exzessive gebaut, ne? Das ist okay so. Apropos, jetzt wo eh Nacht wird, können wir mal kurz die Bevölkerung checken machen. Letztes Jahr, es hat sich stabilisiert, das war ein kurzer Ausfall. Okay. Dieses Jahr ist jetzt noch nicht viel sagen, ne? Dieser Graph ist eigentlich egal. Wir haben 1400 Babys und 1700 Kinder, die zur Schule müssen. Wenn du überlegst, was das heißt, die Hälfte unserer Bevölkerung ist nicht eigens lebensfähig. Ja, also das ist ja Wahnsinn. Oh, 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 hier ist die Temperatur niedrig. Uff, warum? Oh, oh, jetzt aber. Jetzt geht's hoch. Okay. Wir brauchen hier dringend die zweite Backup-Geschichte. Ja. Todesfälle gehen gerade rauf. Kinder an die Macht. Ja, die Temperatur hier ist extrem niedrig. Ja. Ja, kommt die Frostbeule aber an den Start, du. Vor allem, wenn da... Oh, neuer Mähdrescher ist verfügbar. Schön. Selbst wenn die hier Vollgas produzieren... wait, what? Was? Deswegen, es kommt hier, das ist Zeug kommt nicht an, weil da Saft fehlt.
Aber unser Netz ist doch gar nicht geteilt. Doch ist es. Doch ist es. Unser Netz geht nur damit drauf, um hier zu entlasten. Ja, nee, das wollten wir umbauen. Das ist nämlich nur hier aufgeteilt und hier wollten wir es genauso entlasten. Also hier wollten wir ja quasi noch zugeben, auf dieser Linie, dass wir hier ein gesamtes Netz haben. Wir hatten bisher ja nicht den Stahl dafür gehabt. Warte mal kurz, welche Fahrzeuge fahren denn hier gerade hin? Der hier, der hat auch 28 Arbeiter dabei. Wo ist denn der gerade? Da unten fährt er, an der Küstenstraße fährt er lang. Der ist auch gleich da. Das dauert zu lang. Jo. Geht runter, meine Lieben, geht runter. Der kommt auch nicht schnell genug an. Aber hier kommt auch mal einer, oder? Nee, die fahren alle nach oben weg. Okay. Na komm. Dauert nicht mehr lang. Okay, jetzt geht die Temperatur hoch. Uff. Okay. Das hat keine Auswirkungen auf unsere Ausbildung hier oben, ne? Ja. Mist. Da waren viele Arbeitslose. Das stimmt schon. Aber jetzt einen Bus da extra hochzuschicken, der dort die Leute abholt und dann zurückfährt, wäre zu lang gewesen. Der andere war ja schon hier. Der hat halt einfach nur lang gebraucht, weil halt da eben tatsächlich gerade kein Flug da war. Deswegen musste der langsam fahren. Jetzt kommt der nächste. Der hat aber auch wieder niemanden dabei. Ach nee, der fährt nur durch. Ja, jetzt haben wir den Strom hier. Aber das wäre jetzt schwieriger gewesen, den anderen Bus durchzuschicken. Deswegen habe ich auf das System vertraut, das jetzt eben da war. Wir müssen natürlich jetzt auch erstmal mit den Leuten, die auf Behandlung warten, erstmal tatsächlich umgehen. Die Arbeiter kamen per Schiff. Nee, tatsächlich eher weniger. Also, dass die per Schiff kamen, das war seltener. Okay, die Temperatur ist jetzt zumindest ein bisschen höher. Aber da hat es uns schon deutlich Leute gekostet. Mal gucken, was war es, wie viele? 1400 Todesfälle. Halt auch viele Kinder und Jugendliche, ne? Das war wieder Strom. Ja, jetzt sind alle wieder weg. Ja, aber es kommen sofort wieder neue nach. Okay, alles klar. To ignore all the things we said, I wish I could change it. A little shaky, our emotions got the best of us lately. I got issues, yeah, you got them too. Our feelings too bruised to fight.